Kniefall, so machte Prinz Harry William Trauzeugenantrag? Große Gäste für den Trauzeugen? Prinz Harry, 33, wird schon in wenigen Wochen seine Verlobte Meghan Markle, 36, ehelichen. Die Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit laufen zurzeit auf Hochtouren und seit kurzem ist auch klar, Prinz William, 35, wird seinem Bruder an dem Tag zur Seite stehen. Bei ihrem ersten Auftritt seit dieser Verkündung wollen natürlich alle wissen, wie den frischgebackenen Dreifachpapa eigentlich gefragt hat. Eigentlich sollten die Rolls-Royce Greenhouse Sports Center in London einen neuen Gemeindetreffpunkt für Jugendliche der Stadt eröffnen. Doch nach der offiziellen Bekanntgabe des Trauzeugens geriet diese Aufgabe in den Hintergrund. Vielmehr sollte der zukünftige Bräutigam erzählen, wie er den Mann seiner Wahl seine Bitte übermittelte. Ich bin auf die Knie gegangen. Er wusste es schon seit Monaten, erklärte laut Beople bei dem Event scherzhaft. Ganz so förmlich wird das wohl nicht abgelaufen sein, schließlich ist der Prinz für seinen Humor bekannt. Bruder jedenfalls ist ziemlich happy mit der Entscheidung für ihn, es fühlt sich großartig an. Ich bin natürlich begeistert und überglücklich, verriet der Zweite in der britischen Thronfolge. War laut Beople 2011 auch sein Trauzeuge und hielt eine Hochzeitsrede und wegen der hat wohl noch eine Rechnung mit ihm offen, Rache ist süß, witzelte er.